Eigentlich wollte ich heute mein nächstes Drogentest-Video rausbringen, aber dieses Thema ist wichtiger für die Menschheit. Später im Video sage ich euch aber, wie ihr den nächsten Drogentest jetzt schon sehen könnt. Viele haben mich in den letzten Tagen gefragt, warum ich fast alle meine Videos vom Kanal entfernt habe. Und zwar ist die Situation folgende. Ich werde ernstzunehmender Musiker und kann mich mit meinem alten Content nicht mehr identifizieren. Nee, es ist fast genau das gleiche wie letztes Mal, als ich die Videos runternehmen musste. Mein Kanal ist, weil ich einige Community Guideline Strikes habe, kurz vor der Löschung und deshalb habe ich alle Videos runtergenommen, die nicht werbefreundlich sind, um die Löschung auszuschließen. Mein Upload war auch für die letzten 2 Wochen gesperrt, falls ihr euch wundert, warum ich da erst jetzt ein Video dazu mache. Ich kann euch nur empfehlen, mir auf allen Social Media Kanälen zu folgen. Da müsst ihr dann auch nicht tausende Kommentare schreiben wie: Wo sind die Videos hin, Simon? Was ist da los? Denn dort halte ich alle immer wegen solchen Dingen auf dem Laufenden. Als erstes habe ich alle, die meinen WhatsApp Newsletter folgen, aufgeklärt. Das ist definitiv die exklusivste Art, mir zu folgen, weil ich da auch immer meine Videos vor dem offiziellen Release poste. Mein Kanal könnte wirklich jederzeit gelöscht werden, dass es jetzt keine Panik mache. Meine Facebook-Gruppe hat es letzte Woche erwischt, wegen Verstoß gegen die Community-Richtlinien scheinbar unumkehrbar gelöscht und mein YouTube-Kanal könnte der nächste sein. Also folgt mir nicht nur auf WhatsApp, sondern auch auf dem Backup-Kabal OpenMind 3000F. Das Ganze ist volles Déjà-vu, weil letztes Jahr um die Zeit wurde mein Kanal schon mal gelöscht. Das Problem diesmal ist aber, dass ich mir sicher bin, dass YouTube diesen Kanal nicht noch ein weiteres Mal reaktivieren wird. Wenn die Strikes mit der Zeit gehen, wenn die Strikes mit der Zeit weggehen, werde ich viele der Videos, die einigermaßen sicher vor Strikes sein sollten, wieder online stellen. Ihr könnt die Videos aber nach wie vor schauen. Ich habe alle auf einer anderen Seite hochgeladen, die ich aber hier aus offensichtlichen Gründen nicht verlinken kann. Für die Links müsst ihr mir auf Twitter oder WhatsApp folgen. Bei WhatsApp ist der Link direkt in der Begrüßungsnachricht. Die Videos sind hochgeladen auf der einzigen Seite, die neben YouTube einigermaßen verwendbar ist. Also ihr braucht nicht wieder tausende Vorschläge für Seiten schicken, auf die ich wechseln könnte. Ich habe mit allen Videoplattformen rumgespielt und die sorgen so hart, dass ich wahrscheinlich lieber mit Online-Videos aufhöre, bevor ich zu denen wechsle. Wo wir gerade schon beim Aufhören sind, selbst wenn dieser Kanal nicht gelöscht wird, kann es sein, dass ich diesen Kanal nicht mehr Vollzeit machen kann, denn ich mache ja das meiste von meinem Geld mit meinem Open Mind Shop, wo ich Vaporizer verkaufe und die letzten Strikes, die ich bekommen habe, habe ich alle wegen Vaporizer Reviews mit Links zu meinem Shop bekommen. Das heißt, dass es jetzt seit kurzem gegen die Richtlinien ist, Vaporizer zu verlinken oder zumindest in Kombination mit Reviews zu verlinken. Vaporizer sind ja in vielen Videos verlinkt, aber ich habe nur auf die Reviews einen Strike bekommen. Und weil eben alle Vaporizer-Videos weg sind, bekommt der Shop deutlich weniger Bestellungen. Es war zum Glück nicht ganz bei Null die letzten Tage, also fettes Danke an alle, die meinen Shop extern über Google aufgerufen haben, um da was zu bestellen. Jede Bestellung in dieser Zeit gab mir immer einen kleinen Hoffnungsschimmer. Da ich jetzt allerdings meinen Shop hier kaum mehr promoten kann, werde ich anstattdessen meinen Patreon-Account promoten. Also würde mich freuen, wenn ihr den Kanal auf Patreon mit ein paar Euros im Monat supportet. 3 Euro im Monat ist, als würdet ihr mich einmal im Monat auf einen Milchshake einladen. Patreon-Supporter können sogar jetzt schon vorzeitig meinen nächsten Drogenerfahrungsbericht anschauen, den ich mich erst traue, auf YouTube hochzuladen, wenn ich weniger Strikes habe. In den nächsten Wochen wird sich dann entscheiden, ob die Kombination aus Shop-Bestellungen von Kunden, die meinen Shop manuell bei Google suchen, und Patreon ausreicht, damit ich das weiterhin Vollzeit machen kann. Wenn nicht, werde ich den größten Teil meiner Zeit in einen neuen YouTube-Kanal mit anderen Thematiken stecken. Folgt mir auf Instagram, Telegram, Signal, WhatsApp, Twitter, Patreon, OpenMind3000F. Danke für euren Support.